diese wirklich wichtigen und großen Worte an der Stelle. Genau, wir bleiben ein bisschen in dem Umfeld von Sarah, weil sie natürlich hier in Berlin angekommen ist und eine Zeit lang hier gelebt hat, bis sie sich entschieden hat, nach Griechenland zu gehen und dort aktiv Geflüchtetenhilfe zu leisten. Wir haben wieder Menschen hier auf der Bühne, die Sarah kennen, denn Sarah hat im Herbst 2017 angefangen, am Bard College zu studieren. Ganz viele Studierende und Mitarbeitende vom Bard College sind heute hier, um das Ganze zu unterstützen. Danke dafür, schön, dass ihr da seid. Ja, und Sarah hat am Campus gelebt, hat sich dort in den Alltag eingebracht. Und da sind ganz viele Menschen, die hier sind, die nicht verstehen, was da überhaupt passiert, die sich auch diese Frage stellen, wie es sein kann, dass sie jetzt dort im Gefängnis sitzt. Und zwei dieser Menschen darf ich euch jetzt vorstellen. Wir haben einmal den Managing Director Florian Becker vom Bard College, herzlich willkommen. Und die Studentin Elena. Genau, beide möchten auch ein bisschen was zu dem Ganzen sagen, damit gebe ich die Bühne an euch ab. Hallo, ich bin Florian, das ist Elena. Ich fange nochmal von vorne an. Stell dir vor, du bist 23 Jahre alt und du hast gerade 8 Monate auf Lesbos als Freiwillige gearbeitet. Jeden Tag hast du Stunden in einer Klinik im Flüchtlingslager Moria übersetzt. Eine Klinik, die nur existiert, weil die staatlich und EU-finanzierte Klinik jeden Tag Dutzende von kranken und verletzten Geflüchteten unversorgt lässt. Jeden Tag hast du im Lager in einer Waschküche gearbeitet, für deren Waschmaschinen du selbst das Geld sammeln musstest. Jeden Tag oder fast jeden Tag hast du die Küste beobachtet und Menschen auf Schlauchbooten sicher angelandet, weil die Küstenwache nicht genug Boote und Leute hat. Jetzt bist du auf dem Weg zurück nach Berlin, wo du dein Studium, das deine Chance auf eine gute Zukunft ist, unterbrochen hast, um all das zu machen. Und da wirst du verhaftet. Die Anschuldigungen, ihr habt das gehört, sind Menschenschmuggel, Selbstbereicherung, Spionage, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Hier in der EU, hier in Griechenland. Inzwischen, heute, sitzt du seit zwei Monaten in Untersuchungshaft. Deine Gesuche auf Haftentlassung bis zum Prozess, wenn es überhaupt zu einem Prozess kommt, wurden abgelehnt mit der Begründung, dass du flüchten oder deine kriminellen Aktivitäten fortsetzen würdest. Das ist die Geschichte von Sarah Madini, und das ist auch die Geschichte von Sean Binder, ihrem Mitfreiwilligen auf Lesbos. Sarah, ihr wisst es, andere wissen es vielleicht nicht, Sarah war nicht zum ersten Mal auf Lesbos. Vor 2 Jahren war sie schon mal dort als Seenotretterin für viele Monate. Und im Sommer 2015 war sie selbst auf der Flucht aus Syrien und wäre vor Lesbos ertrunken, wenn sie und ihre Schwester Yusra, die heute auch hier ist, nicht stattdessen ihr Schlauchboot und seine anderen 18 Menschen gerettet hätten, indem sie selbst stundenlang ins Wasser gingen. Sarah Madini und Sean Binder sind jetzt seit 2 Monaten im Gefängnis und trotz Briefen, Rechtsanwälten, konsularischer Vertretung durch die deutsche Botschaft, Hintergrundgesprächen mit Politikern, Online-Petitionen, Medien, offiziellen Statements von politischen Parteien in Deutschland und internationalen Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch. Trotz all dem könnten sie dort im Gefängnis weitere 1,5 Jahre bleiben, bevor sie überhaupt angeklagt würden. Wenn sie endlich angeklagt würden, würden wir sie freikriegen. Wie Sven, der auch hier ist und der Sarahs wichtigster Unterstützer ist, spreche ich fast täglich mit Sarahs Anwälten. Ich weiß, wie kümmerlich die Beweislage für die Anschuldigungen ist. Und ich weiß, wie viele offenkundige Fehler, Fakten,
taktische Fehler in ihnen stecken. Ich weiß das, aber ich habe keine Ahnung, wie lange die Staatsanwälte und die Untersuchungsrichterin noch brauchen werden, um den Fall endlich vor Gericht zu bringen oder um die Anklage fallen zu lassen. Und das muss passieren. Diese blöde Anklage muss fallen gelassen werden. Und es ist mir egal. Danke. Und es ist mir egal. Ich bin der Direktor von Ihrer Uni. Es ist mir egal, ob die Karriere des jungen Staatsanwalts, der Sarah und Sean ins Gefängnis brachte, vielleicht einen kleinen Knicks bekommt oder die des jungen Untersuchungsrichters, der sie dort hielt. Entscheidet euch endlich, ob ihr Sarah und Sean anklagt und lasst sie bis zum Prozess frei. Wenn ihr das nicht tut, dann sind eure Motive, eure Ausreden egal. Denn was ihr wirklich macht, ob bei euch auf Lesbos, in Malta oder in Italien, ist das. Ihr helft dabei, junge Leute vom Helfen abzuhalten, abzuschrecken und zu teilen. Das ist ein europäischer Skandal. Und wir lassen uns nicht heilen und deshalb sind wir heute hier. Ich möchte allen danken, die Sarah über diese 2 Monate unterstützt haben. Zuallererst Merwat, Sarahs Mutter, ich sehe sie gerade hier. Zuallererst Merwat, Sie haben eine beeindruckende Tochter. Aber auch Sven, der nachher selbst noch sprechen wird. Bendel Taru, meine Kollegin vom Bard College. Nadia Lopez, die ihr vorhin schon getroffen habt und die hier das alles organisiert hat. Cleo, Anna und all den anderen in Athen. Euch Freunden, den Bard-Kommilitoninnen und den Mitfreiwilligen von Sarah und Sean in Berlin, in Lesbos, in Dublin. Euch allen hier. Wir lassen uns nicht heilen, wir machen weiter und wir machen Krach. Danke. Elena will auch noch was sagen. Hi, I'm Elena and I'm a student at Bard College here in Berlin. Sarah Mardini is my fellow classmate and she's been in prison for 2 months for saving refugees. I couldn't do nothing and I can see that my fellow classmates couldn't do nothing either. So that's why so many of us are here today. We're a small school, but oddly enough, I have only talked to Sarah maybe twice. And certainly I've never met Sean or Nassos, but I'm obviously here today because this situation is absolutely enraging. None of us here actually need a personal connection to them to feel outraged at their imprisonment. Their imprisonment is also a representation of something much bigger, and it is rooted in Europe's racism. In Europe, people like to think that we don't have a racism problem. There is this concept that it is something foreign here, that it is maybe American, where white people oppress black people, that somehow racial discrimination and racial violence doesn't happen here. But how can anyone say this after Chemnitz, after the AfD, when when the most contested political issue is still immigration, when even mainstream politicians only speak of inclusion, integration rather than inclusion. Neo-Nazis are not the only representation of white supremacy. Racism also comes veiled in concerns about culture, comes in statements about how Muslims are supposedly incompatible with European values. Is letting hundreds of refugees drown in the Mediterranean not white supremacy? Is closing Europe's borders to brown people fleeing war and persecution not racism? Are these the new values of Europe? I would hope not. Giving aid to refugees should be a given, not a matter of political partisanship. And it seems that as of lately, Europe's racism problem has extended to criminalizing the humanitarianism of
of aid workers that want to help migrants reach safer shores. As we all know, Sara Mardini, Sean Binder, and Nassos Karakitos have been in prison for more than 2 months. Sara is a Syrian refugee, and Sean is the son of a Vietnamese refugee who fled to Germany. One cannot help but wonder why it was these two people of color that were singled out out of all of Mercy's volunteers and in prison. They, along with Nassos, who is the field director of Mercy, have been jailed on trumped-up charges of human trafficking, money laundering, espionage, and membership in a criminal organization. They were NGO workers, not criminals. They gave the kind of help to refugees that the responsible institutions failed to provide. Instead of being rewarded, they've been punished for crimes they have neither committed nor have been proven guilty of. So the three of them now just sit in jail, and they may be stuck there for a year and a half. Like everyone else, they should be entitled to a fair trial. And there is no reason why they have to wait for this trial in prison. And I wish that I weren't the one giving the speech today, because at least amongst all of this injustice, I would hope that Sara, Sean, and Nassos would be able to tell their own stories. I tried to interview Sean, in fact. I was in contact with his mother, and she even sent him my questions, and he answered them. But eventually, Sean and his lawyer decided against it because it might hurt his case. And that made me realize that imprisonment makes it almost impossible for the incarcerated to speak for themselves. Not only is their freedom of movement taken away, but in a certain way, their freedom of speech is too. And so now, it is our duty to speak for them and hope that demonstrations like these will make it possible so that they are able to speak for themselves very, very soon. So for now, let us just show that we have not forgotten about this case. Let us reiterate that refugees are welcome here. Let us declare that their allies are heroes, not criminals. And let us say, free Sara, Sean, Nassos, and all political prisoners. Thank you. Thank you, Elena. I think we have some music now.